Und wieder steht eine Wahl bevor. Nach der Wahl, nach der Europawahl von diesem Jahr, haben wir im nächsten Jahr die Kommunalwahl. Vielen ist es gar nicht bewusst, wir wählen ja alle 6 Jahre, alle 5 Jahre oder alle 4 Jahre. Und wenn es um Wahlen geht, dann ist ein Gesprächspartner besonders interessant, mit dem ich mich heute unterhalten will, das ist Herr Karl Huber. Sie waren bis vor wenigen Monaten im Landratsamt tätig, und zwar, wenn ich es richtig rekapituliere, 33 Jahre. Ja. Sie waren der Pressesprecher, der Büroleiter von insgesamt 5 Landräten. Ja, das ist richtig. Ja. Also, wenn Sie nicht wissen, wie das mit den Wahlen so funktioniert, dann weiß ich nicht, wer es könnte. Jetzt sind Sie aber seit einigen Wochen im Ruhestand. Fehlt Ihnen da was? Ja, zunächst muss ich sagen, ich bin eigentlich nicht im Ruhestand, sondern in der Altersteilzeit. Das heißt, ich bin noch offiziell Beschäftigter des Landratsamts, bin aber in der sogenannten Freistellungsphase. Jeder, der das im Arbeitsleben schon mal erlebt hat, weiß, dass das ein Einschnitt ist, dass das eine Umstellung ist. Und es geht mir gut dabei. Ich bin natürlich jetzt anders getaktet. Der Tag verläuft etwas ruhiger. Ich bin nicht mehr so von Terminen geprägt. Wenn mir überhaupt was fehlt, dann ist es vielleicht etwas die Arbeit. Ich habe immer sehr viel gearbeitet. Ich hatte immer einen 10-12-Stunden-Tag. Und die Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt, die fehlen mir schon etwas. Das gebe ich zu. Das heißt also, Sie gehen jetzt nicht mehr täglich im Landratsamt ein und aus, sondern gar nicht mehr. Sie sind zwar offiziell, wie Sie sagten, noch, ja, Sie beziehen wahrscheinlich noch ein Gehalt. Richtig. Sind aber eigentlich, ja. Ich bin freigestellt, weil ich die Arbeitszeit schon hereingearbeitet habe, die ich jetzt eigentlich arbeiten müsste. Fleißig. Das heißt, in der Kreispolitik sind Sie also jetzt nicht mehr zu Hause, aber so ganz aus der Kommunalpolitik sind Sie ja nicht draußen. Denn Sie sind ja seit über 20 Jahren noch ehrenamtlicher Bürgermeister einer Landkreisgemeinde, und zwar der Gemeinde Ernstgarten. Ja, das ist richtig. Diese Tätigkeit habe ich in den letzten 23,5 Jahren praktisch ehrenamtlich nebenbei gemacht, und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Hieße das, und jetzt sind wir bei der Wahl, die ansteht im März 2020, Sie kandidieren nochmal für den Bürgermeister in Ernstgarten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir das lang und reiflich und gut überlegt und bin zu der Entscheidung gekommen, dass ich im April nächsten Jahres als Bürgermeister in Ernstgarten aufhören werde. Ich werde also nicht mehr kandidieren. Das heißt, den Ernstgartnern geht jetzt ein 23 Jahre lang liebgewonnener Bürgermeister einfach so von der Fahne. Warum werden Sie nicht mehr kandidieren? Ja, ich muss zunächst mal sagen, dass ich immer gerne Bürgermeister in Ernstgarten war, und ich glaube, die Bevölkerung hat es auch gemerkt. Ich war Bürgermeister mit Leib und Seele. Wir haben auch gemeinsam im Gemeinderat viel geschafft für die Gemeinde. Aber irgendwann muss man mal aufhören, und so habe ich relativ kurzfristig entschieden, jetzt eigentlich am Wochenende erst, dass ich aufhören werde. Dann mit 24 Jahren Bürgermeistertätigkeit, und ich habe mich dazu entschlossen, als Landrat zu kandidieren. Da gibt es ein Angebot, das hat sich jetzt erst so in den letzten Wochen herauskristallisiert. Sie werden also im März nächsten Jahres als Landrat kandidieren im Landkreis Pfaffenhofen. Ja, es ist vorgesehen, dass ich nominiert werde, und wenn alles gut läuft, da gibt es noch ein paar Hürden zu überwinden. Wir brauchen auch entsprechende Unterstützungsunterschriften, 385 im ganzen Landkreis, dass wir zugelassen werden. Das wird dann noch ein formelles Verfahren werden vor der Wahl, aber ansonsten, wenn das alles gut geht, werde ich mich zur Wahl stellen. Also als studierter Verwaltungswissenschaftler, was die wenigsten ja wissen, dass sie das sind, und gelernter Verwaltungsfachmann mit jahrzehntelanger Erfahrung, wie wir vorher schon gehört haben, im Landratsamt, also in der Kreispolitik, wären Sie fraglos ein geeigneter Kandidat, geeigneter als manch anderer. Stutzig macht mich eins dabei. Soweit ich weiß, sind Sie Mitglied der CSU.
Aber die CSU hat ja bereits einen Landratskandidaten aufgestellt. Wie passt jetzt Ihre Kandidatur als CSUler zu dieser Kandidatur eines bereits bestehenden CSU-Kandidaten? Ja, man muss sagen, dass ich eigentlich mich immer mehr als Kommunalpolitiker denn als Parteipolitiker gefühlt habe. Ich kann ja nicht verleugnen, dass ich CSU-Bürgermeister in Enzgaden war, aber unabhängig davon glaube ich, dass in der Kommunalpolitik die Parteipolitik nicht die große Rolle spielt. Ich möchte generell meine Erfahrung, mein Fachwissen in die Tätigkeit auch auf Landkreisebene einbringen und ich möchte insoweit auch ein Stück Verantwortung übernehmen und ich glaube, dass da die Parteizugehörigkeit nicht die große Rolle spielt. Ich glaube wirklich, dass es darum geht, manche Dinge voranzubringen, auch ein Stück weit wieder zusammenzuführen und das, glaube ich, kann ich mit meiner Erfahrung und mit meinen Kenntnissen ganz gut leisten. Welche Rolle spielt denn da diese neu gegründete Bürgerliste? In der haben sich ja, so wie es scheint und wie man liest und wie man hört, einige unzufriedene Kommunalpolitiker, darunter sogar drei Bürgermeister, versammelt. Komischerweise spricht man auch davon, von der sogenannten Rebellenliste. Jetzt weiß ich, man kennt sie im Landkreis als sachlichen, seriösen Teamspieler, aber nicht als Rebell. Wie passt das zusammen? Ja, die Rolle des Rebells ist mir von den Medien zugeschrieben worden. Ich habe da nichts dazu getan. Ich habe mir nur Gedanken gemacht, wie man Kommunalpolitik machen kann. Ich bin etwas zu dieser Rolle gekommen, der Spiritus Mentor zu sein, diese Bürgerliste wie die Jungfrau zum Kind. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit, im Laufe der letzten Monate wirklich recht dynamisch entwickelt. Ich glaube auch, nicht, dass wir unzufriedene Kommunalpolitiker dabei haben, sondern wir haben einige Bürgermeister mit auf der Liste, wir haben Mitglieder von Gemeinderäten und wir haben natürlich sehr viele Bürgerinnen und Bürger bei uns mit dabei auf der Liste. Die ist auch fast voll. Und ich meine, wenn sich Menschen im Landkreis engagieren wollen, in einer Zeit, in der sich jeder gerne ins Privatleben zurückzieht, denken Sie an die Vereine, die über Nachwuchs in den Führungsriegen klagen. Wenn also da Menschen kommen und sagen, ja, ich mache mit, das ist eine neue Idee, das fasziniert mich, da kann ich nicht sehen, dass das unzufriedene Leute wären, sind vielleicht auch einige dabei, die auf ihre Weise etwas verbessern wollen, aber insgesamt wollen wir einfach auch Bürgerinnen und Bürgern eine Plattform bieten, auf Kreisebene kommunalpolitisch tätig zu sein. Und was meine eigene Rolle betrifft, ich bin kein Rebell, ich bin eher ausgleichend, ich kann gut zuhören, ich kann Dinge zusammenführen, ich kann Entscheidungen abwägen und dann versuchen, die richtige zu finden. Ich bin eigentlich immer einer, der einen Konsens sucht, einen tragfähigen Konsens, keinen faulen Kompromiss. Das ist mir eigentlich in meiner kommunalpolitischen Tätigkeit immer ganz gut gelungen und so würde ich auch meine neue Rolle sehen. Es geht mir insbesondere darum, dass das Landratsamt und der Landkreis wieder enger zusammenarbeiten. Ich weiß, wie die Bürgermeister ticken, ich weiß, wie die Mitarbeiter des Landratsamts aufgestellt sind und das zusammenzuführen, zu moderieren, eine gemeinsame Richtung zu finden. Da würde ich meine Rolle sehen und es würde mir auch sehr viel Spaß machen und da würde ich auch sehr viel Herzblut einbringen. Diese Bürgerliste hat sich ja erst vor einigen Monaten gegründet und tritt jetzt bereits mit Ihnen als Spitzenkandidat, als Landratskandidat bei der kommenden Kommunalwahl an. Das sorgt ja im Landkreis bei den politischen Kräften für enorme Sorgenfalten. Eine neue Bürgerliste tritt an, aber auch die AfD tritt diesmal an. Also die Sorgenfalten werden größer bei den bisher Etablierten. Was ist denn an den Etablierten, CDU, CSU, Freie Wähler und wen es sonst noch gibt, was können die denn nicht, was jetzt diese neue Bürgerliste, also eine neue Kraft im Landkreis hervorgebracht hat, was kann die Bürgerliste besser
als alle anderen. Warum muss es eine neue politische Kraft geben? Also wir sehen uns als gestaltende Kraft, als positiv gestaltende Kraft. Wir sehen uns nicht als politische Partei. Wir sind auch nicht unterwegs, politische Parteien zum Beispiel anzugreifen. Wir wollen positiv gestalten. Wir wollen unsere Themen setzen, die wir vorbereitet haben. Wir haben aus einer Zukunftswerkstatt heraus ein Positionspapier erarbeitet. Dieses Positionspapier ist wiederum in Kernaussagen eingeflossen. Und diese Kernaussagen werden wir im Wettbewerb, in einem guten, positiven Wettbewerb mit den anderen Gruppierungen und Parteien dann in der Öffentlichkeit diskutieren. Und dann wird man letztendlich sehen, wem der Wähler und die Wählerin sein Vertrauen schenkt. Also da gehen wir ganz offen ran. Also wie gesagt, es geht um positives Gestalten. Wir sehen natürlich die großen Themen, die im Landkreis schon immer da sind und neu kommen. Wir leben in einer Aufbruchzeit, in einer Umbruchzeit. Und da gestalten, mitzuwirken, das ist das Spannende. Und ich glaube, da ist die eigentliche Motivation der Menschen zu finden, die bei uns jetzt mit dabei sind. Jetzt komme ich nochmal weg von der Bürgerliste, wieder zurück zu dem Spitzenkandidaten, also zu dem Landratskandidaten Karl Huber. Sie haben erklärt, wie Sie Ihre Rolle sehen. Jetzt würde mich interessieren, was glauben Sie, wie ist die öffentliche Wahrnehmung eines Landrats? Ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung eines Landrats ist, dass der Landrat grundsätzlich für alle da ist. Er hat natürlich sehr viel Einflussmöglichkeiten, sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn Sie die Aufgaben des Landratsamts sehen, die vom sozialen Bereich über Umwelt- und Naturschutz bis hin zum Thema öffentliche Sicherheit und Ordnung gehen, da gibt es vielfache Probleme und ich habe in meiner täglichen Arbeit immer wieder festgestellt, dass die Menschen auch einen Ansprechpartner suchen, der ihnen zuhört, der ihnen auch weiterhilft. Das ist die eine Seite, diesen Ansprechpartner. Partnerrolle muss der Landrat leisten, das ist ganz klar. Das ist auch die Thematik Bürgernähe, das ist die Thematik, wie man mit Menschen umgeht. Zum anderen geht es natürlich auch darum, die politischen Kräfte, die im Landkreis unterwegs sind, zusammenzuführen. Die Zeiten der absoluten Mehrheiten sind vorbei, das sehen wir allenthalben, ob das die Bundesebene ist, die Landesebene oder auch der Kommunalbereich. Und da geht es darum, Lösungen zu finden, zielorientiert zu arbeiten und letztendlich die verschiedenen Stimmungen, die verschiedenen Vorschläge, die verschiedenen Anträge so zusammenzuführen, um einen bestmöglichen Konsens zu finden. Letztendlich geht es darum, in der Demokratie eine Mehrheit zu haben. Das ist 50% der Stimmen plus eine weitere Stimme. Es muss nicht immer einstimmig sein. Einstimmig ist natürlich schön, da fühlen sich alle wohl dabei. Aber wenn es nicht geht, geht es darum, die Mehrheiten so zusammenzuführen, damit man für den Landkreis in den verschiedenen Aufgabenbereichen, die schon da sind oder auf uns zukommen, tragfähige Lösungen zu finden und eine gute Basis für die Herausforderungen der nächsten Jahre zu finden. Herausforderung ist ein gutes Stichwort. Und zwar, Sie kandidieren, und wenn Sie gewählt werden sollten, dann sind Sie 63 Jahre alt. Jetzt weiß ich, dass Sie sich diese Frage, ob Sie kandidieren sollen oder nicht, das haben Sie sich ja nicht einfach so ausgedacht, aus dem Ärmel geschüttelt, sondern das war ja ein Nachdenkprozess. Sie hatten es vorher schon mal angedeutet. Sie sind deswegen ja, haben Sie sich zurückgezogen in ein Kloster, in ein Frauenkloster. Ist es notwendig, sich darüber im Klaren zu sein, ob man mit 63 nochmal eine Herausforderung wie diese, die Kandidatur zum Landrat, antritt? Ist es dazu erforderlich, in der Abgeschiedenheit, in der spirituellen Umgebung von Frauen inspiriert zu werden?
Ist es notwendig, sich wirklich abzukapseln, um zu dieser Entscheidung zu kommen? Nun, das ist richtig. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Es wird natürlich gefragt werden, muss der Karl Huber mit 63 noch als Landrat kandidieren? Da möchte ich sagen, der neue DFB-Präsident ist jetzt auch 62, hatte einen großen Betrieb geführt, ist dann in die Unternehmensnachfolge gegangen, hat den Betrieb an seine Kinder übergeben. Dann Herr Huber, jetzt kommt aber nicht die Sache. Adenauer war auch schon über 70, als er kandidiert hat, oder? Nein, überhaupt nicht, das kommt jetzt nicht, sondern ich wollte damit sagen, dass der sich da ein Wohnmobil gekauft hat und ist 100 Kilometer damit gefahren, dann kam das Angebot, der DFB-Präsident zu werden und dann hat er gesagt, jawohl, das mache ich jetzt, das reizt mich nochmal. Mhm. Ja, und insofern ist das nicht eine Frage des Alters, sondern eine Frage, ob man sich das zutraut, ob man gesund ist und ob man bereit ist, diesen Einsatz zu leisten. Aber jetzt zum Frauenkloster. Das ganze Jahr war sehr, sehr arbeitsreich und ich wollte immer schon mal ins Kloster gehen. Und im September ergab sich die Möglichkeit für knapp eine Woche für mich, da hatte ich freie Zeit, dem Wunsch auch mal nachzukommen. Und das mit dem Frauenkloster in Franken übrigens war rein zufällig und hat sich so ergeben. Ganz reizvoll war dabei, dass die Klosterschwestern dort nach der benediktinischen Regel leben, was mir sehr zugesagt hat und wo ich auch viel mitgenommen und viel gelernt habe dabei. Könnten Sie mir das erklären? Was ist die benediktinische Regel? Die benediktinische Regel ist ora et labora, das heißt bete und arbeite. Wir haben also da im Laufe des Tages sowohl gebetet, das gehört auch dazu, meditiert, aber wir haben auch gearbeitet an uns selbst. Da waren verschiedene Teilnehmer mit dabei. Das hat mir auch sehr gut getan, das hat mir gefallen und es war eine ganz reiche Erfahrung. Ich kann das insofern jedem nur raten. Und etwas Spiritualität würde auch der Kommunalpolitik auch ganz gut tun. Vielleicht würden dann manche Entscheidungen einfacher fallen oder die Entscheider würden sich damit leichter tun. You are ready to wake up.